Kinder, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen im Wochenende und im Herbst. Ich habe es jetzt Samstag Nachmittag und hoffe, dass das mit dem Licht einigermaßen klappt, denn es ist draußen bewölkt, nass und kalt. Und auch wenn die Nägel noch Sommer schreien, der Lippenstift verrät, es ist irgendwie Herbststimmung. Ja, so ist es noch, ne? Das ist so, das ist das Innere der Steffi, die Zwiegespaltene sozusagen, ein bisschen schizophren. Ich will Sommer, ich bin ein Sommerkind, aber so langsam gestehe ich mir die Wahrheit ein, dass der Herbst kommt. Ja, die Sonne war diese Woche ja sehr, sehr präsent. Ich habe sie noch sehr, sehr genossen. Es war unglaublich heiß. Es war im Büro teilweise kaum auszuhalten. Aber ich habe jeden Sommermoment noch genossen. Vor der Arbeit, nach der Arbeit. Und es war einfach toll vom Wetter. Und ich bin einfach ein Sommerkind. Und für mich war es eigentlich noch viel zu wenig Sommer. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, es war zu warm. Es ist tatsächlich, wenn man arbeiten muss und nicht klimatisierte Räume hat, ist es tatsächlich ein bisschen heiß gewesen. Ich muss auch gestehen, im Büro machen mir 30 Grad auch keinen Spaß, aber ich würde nie sagen, es war zu heiß und zu warm. Also wenn es nach mir ginge, ich bin ja ein großer Ägypten-Fan, könnte es ja jeden Tag so heiß sein wie dort und vielleicht sollte ich mal über einen Umzug nachdenken. Ja, auch lesetechnisch habe ich einiges geschafft. Im Grunde 3,5 Bücher gelesen. Zu dem halben Buch kommen wir dann ganz zum Ende. Ich habe ein bisschen was an Mind-Magazinen dabei. Ich habe ein bisschen Herbstdeko tatsächlich schon gekauft diese Woche. Ich habe einen neuen Yankee Candle, das ich euch einfach mal zeigen möchte. Und bei mir ist diese Woche ein Buch eingezogen, das nicht direkt wirklich ein Buch ist. Mehr dazu dann auch einfach später. Und ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Buch, das ich zusammen mit anderen Lovely Books Usern in der Leserunde gelesen habe. Und zwar Zwischen dir und mir die Sterne von Darcy Woods. Das habe ich bei einer Leserunde gewonnen und letztes Wochenende bei wunderschönsten Temperaturen im Garten und auf dem Balkon gelesen. Und ja, es verspricht ja durch das schöne Cover tatsächlich ganz, ganz viel Sommer und Sonne. Das zweite Buch, was ich diese Woche gelesen habe, ist Goodes Poison, tödliche Berührung, der Auftakt einer Reihe von Melinda Salisbury. Und ja, dieses E-Book wurde mir vom Blue Moon Verlag zur Verfügung gestellt und ja, ich habe es auf meinem E-Book eben parallel gelesen. Und ja, es ist sehr dystopisch und ich finde das Cover wunderschön und finde es auch toll, dass man das englische Cover mehr oder weniger übernommen hat. Beim Titel mit diesem Goodes Poison, ich glaube tatsächlich, dass die Übersetzung des englischsprachigen Sin Eaters Daughter irgendwie passender gewesen wäre, also Sündenesserins Tochter, die eben eine große Rolle spielt, also auch die Sündenesserin. Und ja, dazu aber denke ich dann auch mehr. Und ja, heute beendet, ich hatte noch knapp 50 Seiten, ich habe es gestern einfach nicht mehr geschafft, war Angel Fall von Susan E. Wie man sieht, habe ich noch die alte Hardcover-Ausgabe und ja, hatte es schon länger auf dem Sub, wie man sich vorstellen kann. Ich weiß gar nicht, wann die Hardcover-Ausgabe erschienen ist. Jetzt habe ich das Buch natürlich nicht passend zum Klappentext zum Cover eingepackt. Also es ist jetzt rückwärts, wenn man so möchte. Ja, 2012. Und ich habe es dann, glaube ich, irgendwann mal als Mängelexemplar 2014, glaube ich, mir zugelegt über Avel. Und dann hieß es, ja, es wird nicht weiter aufgelegt. Und jetzt wird es eben in, ich glaube, in der Taschenbuchform, broschierten Ausgabe, neu aufgelegt vom Heine Verlag. Und es steht auch schon fest, dass im Januar, glaube ich, der zweite Teil kommt. Und ja, dementsprechend, es war in aller Munde und ich musste mich dem einfach hingeben, diesem Hype. Und habe dann Angel Fall gelesen. Und die ganze Woche hinweg haben ja einige an Der Übergang von Justin Cronin gelesen. Und ja, wir sind ein paar Leute, unter anderem Phil, Lisa, Laura von Isoke. Noch so ein paar andere, auch Blogger, auch Leser, also ganz gemischte Facebook-Gruppe gibt es da. Und wir haben dieses Buch lange, lange auf dem Sub, haben es, glaube ich, dadurch sind wir drauf gekommen, eine Leserunde zu gründen, haben das in diesen Tag, dieser überwältigende Sub,
Subtech, keine Ahnung jetzt, wie er genau hieß, also der einschüchternste Subtech, hatten das alle so am Ende gezeigt, dass das wirklich so der Wälzer ist, der irgendwie uns am meisten Angst macht. Und haben uns dann diese 1100 Seiten in 14 Tage eingeteilt und ja, jetzt ist heute im Grunde die Hälfte um. Das heißt, wenn ich meinen heutigen Leseabschnitt noch durchlese, dann bin ich tatsächlich mit der Hälfte durch, der Hammer. Und ja, dazu dann auf jeden Fall noch mehr, aber das Cover ist schon echt schön. Ja, aber ich denke, wir machen jetzt einfach der Reihe nach weiter und damit das Video nicht endlos lang wird bei 3,5 Büchern, fangen wir einfach mal an. Mit Zwischen dir und mir die Sterne von Darcy Woods. Das ist am 25. August im Fischer Sauerländer Verlag erschienen. Kostet gebunden 16,99 als E-Book 14,99 und hat 384 Seiten. Habe ich auf einer Lovely Books Leserunde gewonnen und dort im Zuge auch gelesen. Ja, wir treffen hier auf Will. Sie ist ein 17-jähriges Mädchen, was ihre Mutter sehr früh bei einem Autounfall verloren hat. Sie lebt bei ihrer Großmutter, kennt ihren Vater nicht und ist ein bisschen abergläubisch, was Astrologie angeht. Beschäftigt sich sehr mit Horoskopen und mit den Sternen und ja, ist da sehr begeistert. Und ja, sie stellt fest, als wir in die Geschichte hineinplatzen, dass aktuell die Sterne so gut stehen, dass sie in den nächsten 22 Tagen eben die große Liebe finden wird. Und diese Sternkonstellation gibt es dann aber für 10 Jahre nicht mehr. Und so macht sich sie verzweifelt auf die Suche nach der großen Liebe, nach Mr. Right, und driftet auf die Brüder Grant und Seth. Und zusammen mit ihrer besten Freundin Irina, ja, sucht sie jetzt eben nach dem perfekten Mann, nach Mr. Right, der dann auch noch Schütze sein muss. Und ja, wir erleben dort allerhand. Besonders hervorheben möchte ich hier wirklich den lockeren Schreibstil. Er ist locker, flüssig, man fliegt so durch die Seiten, es ist an den richtigen Stellen gut ausgearbeitet, sodass auch Emotionen aufkommen, dass man lachen kann, dass man auch mal Tränchen hat, dass man auch mal ein Kloß im Halse hat. Das hat die Autorin unglaublich gut gemacht. Das war wirklich das, was mir am beeindruckendsten in dieser Geschichte im Kopf geblieben ist. Und ich mag wirklich auch die Emotionen. Es gibt wunderbar romantische Momente zwischen Will und ja, den jeweiligen Schützemann oder den jeweiligen Bruder, wie man das auch immer definieren möchte. Und es gibt wunderbare Momente, wo man sich einfach denkt, ach, war das schön, als man mal so jung war. Es ist ja doch schon ein Stückchen her. Mir hat wirklich diese Flüssigkeit, diese Leichtigkeit gefallen, die auch das Cover so ein bisschen verzaubert. Und ich wollte eben auch im Sommer einfach nochmal so was Leichtes, was mit wunderbarem Gefühl, mit Liebe, auch gerne ein bisschen Kitsch haben. Da neige ich ja nicht immer dazu. Aber ich fand es toll. Es gab auch viel Wortwitz, der viel Spaß gemacht hat, gerade zwischen Will und ihrer besten Freundin Irina. Dieses Verhältnis hat mir echt gut gefallen. Ich mochte beide, auch wie sie hintereinander stehen, wie sie füreinander da sind. Und ich fand auch als Charakter die Großmutter von Will wirklich toll, die backt gerne und versorgt alle mit wunderbarem Gebäck. Und ich fand das einfach, die war so liebreizend und so stellt man sich einfach die perfekte Oma vor. Und jetzt werdet ihr euch schon fragen, ja Steffi, warum denn immer die Nebencharaktere? Was ist denn mit der Protagonistin? Und hier fängt wirklich das große Aber in der Geschichte an. Das ist ein 17-jähriges Mädel. Und alle, die jetzt älter sind, stellen sich einfach nochmal vor, sie sind 17. Und ich kann mich an kein 17-jähriges Mädchen erinnern, das vor lauter Verzweiflung nicht mehr den richtigen zu finden, verzweifelte Dinge tut. Also, ich konnte mir das einfach nicht erklären. Ich konnte es nicht nachvollziehen, warum sie so verzweifelt an Mr. Right geglaubt hat, verzweifelte Dinge aufgenommen hat, komplett eigentlich nur noch ihre Astrologie gesehen hat, sich darin verkrochen hat, dass das nur noch so eine Kopfsache war. Sie hat weder auf Herz noch auf Bauch gehört und es musste einfach einer der Brüder sein und es musste, also einer von beiden, ich verrate ja nicht wem, und es musste einfach passen und er musste auch jetzt unbedingt sein und wir haben keine Zeit irgendwie zu warten und wenn es jetzt nicht passiert, wann dann? Und Leute, das Mädel ist 17, ich habe es nicht verstanden. Ich hätte die Geschichte, wenn jemand vielleicht Ende 30 ist, Ende 40, dann lasse ich mir das alles eingehen, ne? So Ende 30, wo ja klischeehaft bei den Frauen immer die biologische Uhr tickt, oder mit Ende 40, wo man sagt, ich will jetzt doch nochmal Liebe im Leben, keine Ahnung, ne? Also, aber mit 17, da kann doch keiner verzweifelt sein und unbedingt jetzt was erzwingen wollen. Und das hat mich eigentlich die ganze Geschichte immer, wann das kam, wirklich gestört.
Ich habe über Will manchmal wirklich nur den Kopf schütteln können. Ich habe es nicht verstanden, weil selbst so verzweifelt wie sie ist, so fühle ja ich mich noch nicht mal. Und ich bin ja fast doppelt so alt. Also ich kann es nicht verstehen. Ich kenne auch niemanden, egal ob in meinem Alter oder jünger oder gar mit 17, wie man selbst in dem Alter war. Es gab da niemanden. Klar wollte jeder irgendwann mal den ersten Freund haben und es gab ja auch immer jemanden, die letzte ist. Und da ist vielleicht gewisse Verzweiflung aufgekommen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das so war. Und ich fand einfach, dass sie so wenig auf Bauch und Herz gehört hat. Das hat sie irgendwie sehr maschinenmäßig gemacht. Und es hat mir nicht gefallen, wie sie agiert hat, wie sie reagiert hat, wie sie gehandelt hat. Auch wie sie trotz aller Überlegungen ständig irgendwo reingerannt ist, wo ich dachte, na, hättest du mal ordentlich drüber nachgedacht oder einfach mal auf dein Herz gehört. Mich hat wirklich sehr, sehr gestört. Ich fand es eine tolle Idee mit diesen Sternzeichen und auch ich habe mich in jungen Jahren sehr damit interessiert, begeistern können und erkenne manches tatsächlich, wo ich denke, oh ja, das ist gut recherchiert, das ist tatsächlich so. Auch ich kenne mein Profilbild als Steinbock unglaublich gut und stimme da auch vielen zu. Von Tageshoroskopen oder so halte ich nichts. Aber ich glaube tatsächlich, dass uns einfach so ein bisschen was mitgegeben wird, dass so was Kosmisches auf der Welt so das große Ganze zusammenhält. Und das fand ich hier drin wirklich schön rübergebracht. Und ich mochte auch die Erklärungen, warum es ein Schütze sein muss und kein Fisch oder kein Löwe oder was auch immer. Das fand ich lustig, das war unterhaltend und es war so ein Augenzwinkern. Aber Will selbst ging für mich einfach gar nicht. Daher ein mittelmäßiges Buch, eine tolle Story. Es waren wunderbare Hinterideen. Ich fand die Charaktere toll. Ich mochte auch die beiden Brüder mehr oder weniger. Es gab wunderbar romantische Momente und die Nebencharaktere haben eigentlich überzeugt, aber für mich ging einfach Will nicht und daher wirklich so Mittel, weil man muss sie entweder mögen, um das ganze Buch klasse zu finden, oder man mag sie eben einfach nicht und damit auch das Buch nicht so richtig, ja. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, ich mag das ja gar nicht ausräumen, ja, aber das Cover fand ich wirklich wunderschön. Ich mochte auch die Leichtigkeit des Stils und was mir die Geschichte aber so sagen wollte, dass ich jetzt verzweifelt wahrscheinlich am besten einfach aus dem Fenster springe, weil die Sterne gerade schräg stehen. Nein, das geht für mich einfach nicht. Und auch eben, weil es ja mehr oder weniger ein Jugendbuch ist, ich kann doch keiner 16-, 15-, 14-jährigen Mädel oder auch 18, 20 sagen, du musst jetzt verzweifelt nach einem Mann suchen. Also ich finde, das ist keine Aussage, die ich irgendwie unterschreiben möchte. Und das geht einfach nicht. So. Ende. Ja, dann gehen wir direkt weiter zu einer nächsten nervigen Protagonistin, aber wir fangen erstmal von vorne an. Ich hoffe, mit dem Licht geht's einigermaßen. Ja, als nächstes habe ich ein E-Book gelesen, beziehungsweise ich glaube, ich habe schon parallel angefangen. Und zwar Goddess of Poison, tödliche Berührung von Melinda Salisbury erscheint jetzt, glaube ich, am 19. Was haben wir heute? Also erscheint am 19. September im Blue Moon Verlag, hat 352 Seiten, kostet broschiert 17,99 und als E-Book 15,99. Und den zweiten Teil gibt es zumindest im Englischen schon. Also wer es gar nicht erwarten kann, kann da gegebenenfalls schon weiter lesen. Ja, wir sind in einem dystopischen Umfeld. Wir sind im Land Lomere und dort gibt es einen König und eine Königin und die halten ihr Blut rein, indem sie eben Geschwister heiraten und was ja tatsächlich in Königsfamilien früher gar nicht so ungewöhnlich war. Die jetzige Königin hat allerdings ihren Bruder und Ehemann vor kurzer Zeit oder vor längerer Zeit schon verloren. Sie hat einen Sohn und sie hatte auch eine Tochter, diese ist aber sehr früh schon verstorben. Und so hat sie, glaube ich, jetzt irgendwie einen Cousin geheiratet, wenn ich mich nicht erinnere. Und begab sich dann eben auf die Suche nach einer Ersatztochter. Und wir treffen da eben auf die neue Daunen. Und Daunen ist die Wiedergeburt. Die wiedergeborene Tochter der Götter. Und das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, weil ich das wirklich toll fand. Denn die Herrschergötter, es gibt also Deg, den Herrn der Sonne und seine Gemahlin Naht, das ist die Kaiserin der Dunkelheit. Und vor unzähligen Zeitaltern, als es Krieg gab, verführte Naht ihren Gemahl und es war nur noch Nacht und Finsternis. Nichts lebte, nichts gedeih, überall war der Tod. Und bei der Verführung,
als dann eben wieder das Gleichgewicht aufkam, wurde eben die Daunen wiedergeboren. Und Daunen ist eben die wiedergeborene Göttin, die wir hier eben auch wieder treffen. Und diese muss einmal im Monat Gift trinken am Tag der Weissagung. Und dadurch wird ihr Blut eben auch vergiftet, denn das bleibt unter der Haut festhängend sozusagen, und jeden, den sie dann eben berührt, der stirbt an ihrem Gift. Also ihre Haut ist tödlich und sie darf niemanden anfassen, außer die, die eben zum Tode verurteilt sind. Sie trägt rotes Haar, das ist auch eine Erkennung an Daunen, denn die Farbe steht für den Sonnenaufgang, und sie hat eine wunderbare Singstimme und ist eben mit dem Prinzen mehr oder weniger schon verlobt und ihm auch versprochen. Daunen fühlt sich in ihrer Rolle nicht ganz wohl, denn sie möchte eigentlich niemanden umbringen, aber versteht natürlich, dass das ihre Aufgabe ist. Sie freut sich ein bisschen schon auf die Zeit dann eben mit dem Prinzen, mit dem hat sie früher eben auch schon immer mal ihre Zeit verbracht. Sie vermisst unglaublich ihre Schwester und auch ihr Zuhause, und sie ist eben die Tochter der Sündenesserin. In Lomea ist es eben üblich, dass die Sündenesserin kommt, wenn jemand stirbt, und sie dann eben, anhand der Sünden wird eine Tafel an Essen und Trinken aufgebaut, und wenn eben die Sündenesserin diese ist, sind die Sünden dem Toten vergeben. Und eigentlich wäre diese Rolle ihr zugekommen, aber sie ist nun eben die göttliche Daunen und lebt im Palast mit unglaublichem Heimweh. Und sie wird immer bewacht. Sie darf keinen Schritt gehen ohne ihre Wächter. Und als der eine Wächter davonläuft und der andere schwer krank wirkt, taucht dann eben ihr neuer Wächter Leaf auf, der so ganz anders ist wie all die, die sie sonst getroffen hat, der sie tatsächlich auch mal frech von der Seite anspricht. Und der da so manchen Plan im Kopfe hat. Ja, wir sind hier in einer dystopischen Welt. Das heißt natürlich, irgendwas verbirgt sich hinter all diesen gottgleichen Menschen. Egal ob König, Königin oder gar der göttlichen Daunen. Ich muss ehrlich gestehen, die erste Hälfte war unglaublich gut. Ich war total überrascht von dieser Idee, von der Umsetzung. Ich mochte die Sprache, ich mochte die Gedanken, die sich Daunen macht, die uns übertragen wurden. Ich mochte, so langsam, wie man spürt, irgendwie wackelt etwas an diesem Königreich. Irgendwas verbirgt sich dahinter, und dass eben nicht alles einfach so wunderbar läuft, wie uns die Königin zusammen mit dem König verkaufen möchte. Das ist die Königin, Faustdick hinter den Ohren hat, ist gar keine Frage, und dass sie auch ihren Sohn natürlich gerne auf dem Thron sehen möchte, zusammen mit der königlichen Daunen, ist allzu gut verständlich. Ich muss ehrlich gestehen, die Königin hat mich sehr oft an Cersei aus Game of Thrones erinnert. Manche Sätze hätten tatsächlich von Cersei sein können, fand ich, und man könnte die Idee direkt durchspinnen. Also ich fand das manchmal schon fast erschreckend, wie ähnlich ich das empfunden habe. Und ich hatte auch eine Cersei vor Augen, wenn die Königin ins Spiel kam. Ja, das ist natürlich eine ganz andere Welt, gar keine Frage. Und als dann aber die Welt zu bröckeln beginnt, bröckelte auch der Charakter unserer königlichen Daunen. Ja, ich kann mir einfach nicht helfen. Ich kann mit naiven jungen Damen nichts irgendwie mehr anfangen. Ich spüre immer mehr Abneigung da dagegen und habe mich einfach gefragt, wie kann man nur so doof sein? Wie kann man so auf Situationen reagieren, dass sich natürlich hier so eine kleine Dreiecksgeschichte anbahnelt zwischen Daunen, ihrem neuen Wächter und dem Prinzen. Das habe ich mir noch eingehen lassen, das war sehr unterschwellig, das fand ich auch in Ordnung. So die erste Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr, war ich wirklich total begeistert von all dieser Welt, von dieser Fantasie, die Autorin in die Geschichte gepackt hat, von den Charakteren, die ich toll fand. Natürlich schon ein bisschen sehr vorhersehbar, da die böse Königin, den etwas netteren König, der Prinz, der die königliche Daunen ein bisschen umgarnen möchte, und sie eben mit ihrer Aufgabe, der neue Wächter, der so frech und spritzig ist und alles ein bisschen anders sieht. Und es war natürlich schon so ganz klassisch, wie es in vielen Büchern der Fall ist, aber durch die Idee mit diesem Gift, mit dieser Haut, die man nicht anfassen darf und auch sie niemanden berühren darf, fand ich das echt großartig. Es war ein tolles Setting, es war angenehm dystopisch. Ich mag Dystopien und ich mochte auch wirklich das Feeling in dieser Geschichte. Aber einfach, dann gibt es Momente, wo ich über die göttliche Daunen, ich konnte mit dem Schütteln gar nicht mehr aufhören, die hat auf jede etwas merkwürdige Neuigkeit, die sie erfuhr,
eigentlich nur einen Gedanken gehabt, dass sie irgendwem der beiden Herren jetzt am liebsten küssen würde, vernaschen würde oder wem nimmt sie als nächstes in den Arm und mit wem geht sie demnächst dann ins göttliche Bett oder mit wem kugelt sie auch in der Blumenwiese. Ja, und da kann ich wirklich einfach nur mit dem Kopf schütteln. Denn das, oh, das macht einfach niemand. Also da kann man auch noch so jung sein und blöde Ideen haben und noch so verliebt sein. Ich bezweifle, wenn da irgendwelche Leute umgebracht werden, umgemetzelt, vielleicht noch, weil sie mir irgendwie blöd gekommen sind, dass ich als nächstes in meine Kammer gehe und mich da irgendwem hingebe. Ich finde das einfach total unpassend und es hat für mich einfach nichts in einer Dystopie zu suchen. Stellt euch mal vor, Katniss Everdeen in Panem hätte all ihre Aufgaben einfach mal vergessen, ihre Schwester, ihre Familie, ihre Menschen, die sie liebt und wäre mit irgendeinem einfach mal davongelaufen und hätte sich amüsiert. Nein, für mich persönlich geht das einfach nicht und ich verstehe nicht, warum man jetzt ständig diesen Genre-Mix machen muss und aus einer Dystopie irgendwie einen New Adult-Roman machen muss, wo dann die Protagonistin zwar in einer Dystopie lebt, aber scheinbar auch ständig noch irgendeinen Typen braucht, der sie am besten möglichst auf flach legt. Es ist nicht mein Genre. Ich bin kein Leser von New Adult. Ich mag das persönlich nicht und finde es einfach nervig, dass ich jetzt in der Dystopie noch nicht meine Dystopie zu Ende genießen kann, sondern auch diese Einflüsse reinkommen. Ich habe ja nichts gegen eine Dreiecks-Liebesbeziehung. Ich bin da ja vieles Schlimmes gewöhnt. Allein wenn man an Twilight denkt, über 4 Bände, Jacob, Edward, Jacob, Edward. Man ist ja vieles gewöhnt und auch das ist ja schon etwas, was ich nicht verstehe, weil entweder ich liebe jemanden oder eben nicht, aber dieses rechts und links und heute der, morgen der, das hat mich echt, ja. Wobei mich das ja echt noch nicht gestört hat, wie es am Anfang dargestellt war. Aber als diese ganzen Masken fallen, als diese Welt eben irgendwie Risse bekommt, da hat die nichts anderes zu suchen und nichts anderes zu tun. Mich hat das echt genervt. Mich hat das dann wirklich, es war vielleicht auch nicht ganz die Hälfte, es war vielleicht auch wirklich so das letzte Drittel. Wo ich echt dachte, jetzt ist auch mal wieder gut. Können wir uns mal auf die Sache hier konzentrieren? Ich will wissen, was nun geht, wohin der Weg geht, was passiert hier, was passiert mit dieser Welt? Und ich will nicht wissen, wie wunderbar es sich in der Blumenwiese liebt. Das interessiert mich doch nicht. Ich bin wegen etwas ganz anderem hier. Und es ist dann irgendwie, wo ich dachte, okay, danke auch fürs Gespräch. Also ich fand diese Wendung, mir hat sie wirklich überhaupt nicht gefallen und dafür, dass ich vorher wirklich, keine Ahnung, wahrscheinlich 250 Seiten totale Begeisterung hatte, haben sich die letzten 100 Seiten dann enorm gezogen, wo ich dachte, ach nee, jetzt musste ich schon wieder zu dir reisen und also, nee, also ich kann mir da einfach nicht helfen und ich finde es auch schade, dass es immer diese Wendungen geben muss und das jetzt alles nur noch mit, oh, nein, also ich will das nicht lesen und ich will auch nicht diesen Genre-Mix. Muss denn jede Frau und muss denn immer die Frau die sein, die dann alles verbockt? Ich verstehe das einfach nicht. Also das ist ja schon sehr typisch, dass Dystopien immer so eine weibliche Heldin haben, eine weibliche Hauptrolle. Warum kann denn das nicht mal ein Kerl sein? Ich verstehe das einfach nicht mehr. Vielleicht bin ich jetzt Dystopien auch einfach überdrüssig. Vielleicht habe ich zu viele gelesen, wobei wir sind da bei der nächsten Geschichte und das ist nicht so. Aber ich habe es, ja, also das ist wirklich 250 Seiten brillante Geschichte und die letzten 100 vergesse ich am besten wieder. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich drüber nachdenke, werde ich ja im Grunde den nächsten Band lesen? Geht es da so weiter? Ja, ne, also das ist so, da weiß man irgendwas hat in einem irgendwas alles kaputt gemacht. So, genug aufgeregt. Ja, ändern wir unseren Gedankengang. Denn nun kommen wir zu einem dystopischen Buch. Ja, ich glaube tatsächlich, dass man Angel Fall auch in, ja zwar schon Urban Fantasy, aber auch Dystopie einordnen kann. Und ja, der Untertitel von meinem Hardcover ist noch Fürchtet euch nicht. Ich glaube, mittlerweile ist der Untertitel des ersten Bandes Nacht ohne Morgen. Hat, glaube ich, um die, ja, ich habe es ja verkehrt rum eingepackt, meine Güte, um die 400 Seiten, nein, 300,
doch 400 Seiten, ist von Susan E. Und mein Buch ist im Heine Fliegt Verlag erschienen. Ich glaube, auch aktuell legt es der Heine Verlag wieder auf. Die Neuauflage ist am 8.8. diesen Jahres herausgekommen. Mein Buch, wie vorhin gesagt, glaube 2013. Als Taschenbuch. Die Neuauflage kostet 9,99 €. Die gebundene Ausgabe ist für 13 € zu bekommen und das E-Book für 9 €. Man findet zum Beispiel schon die 3 englischen E-Books auf Amazon, ich glaube auch um die 9 €. Also wer da ein Schnäppchen machen möchte und sich die Reihe vielleicht im Englischen direkt alles so in einem reinziehen möchte, der hat da auf einmal jeden Fall einen guten Griff. Ja, wie man dem Titel schon unschwer erkennen kann, geht es dort um Engel, die auf die Erde gefallen sind. Ja, wir sind eben in einer dystopischen Zukunftswelt und treffen auf Penryn. Und Penryn ist ein junges Mädchen, die zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester sich vor den Engeln, die gefallen sind und die Erde übernehmen möchten, eben versteckt. Ihre Schwester hat das Handicap, dass sie im Rollstuhl festsitzt und sie hat eine geistig sehr verwirrte Mutter, die nicht so richtig bei Sinnen ist. Und Penryn probiert eben ihre Familie zusammenzuhalten und eben auch ihre Schwester zu beschützen. Das gelingt ihr leider nicht, denn eines Nachts, als sie wieder auf Wegen sind, von A nach B, ich weiß gar nicht mehr, wo sie genau hin wollten, wird ihre Schwester von Engeln entführt und Penryn, möchte natürlich ihre Schwester retten, möchte sie zurückholen und trifft dann auf einen Kampf zwischen Engeln und trifft dort auf Rafe, einen Engel, den die Flügel abgeschnitten wurden. Und sie denkt eigentlich, dass sie vielleicht, wenn sie ihn, jetzt nicht als Geisel oder so hält, aber wenn sie in seiner Nähe bleibt und ihm vielleicht auch irgendwie hilft, dass er ihr dann eben hilft, auch ihre Schwester zu finden. Und zwischen beiden entwickelt sich eine etwas zynische Freundschaft, die beide ja im Grunde darauf aufbaut, dass eben der andere die andere etwas braucht. Und daraus entwickelt sich ja etwas sehr Spezielles, etwas sehr Besonderes. Und wir gehen dann eben mit Penryn und Rafe, der ein großer Engel eigentlich ist, gehen wir dann eben auf die Suche nach Penryns Schwester und laufen durch die düstere Welt dieses Buches. Und das ist ja wirklich Hammer. Hier haben wir eine Dystopie, die mich absolut in den Bann gezogen hat. Ich habe es zusammen mit der lieben Annika gelesen. Ich glaube, sie war tatsächlich einen Hauch schneller dann wie ich, weil ich gestern nicht mehr zum Abschluss kam. Wir haben zwischendrin dann auch mal gesagt, wir mussten unbedingt weiterlesen. Heute gehen noch 2, 3, 4, 5 Kapitel mehr. Und ich war bis zur letzten Seite, oder sag mal 50 Seiten bis zum Ende, unglaublich begeistert. Dann gab es so einen kleinen Moment, wo ich dachte, ach nee. Und dann ging die Begeisterung wieder nach oben. Man könnte es vielleicht so titulieren. Ich mochte Penryn unglaublich gerne. Eine starke, taffe Protagonistin, die genau weiß, was sie will, die aus Gründen handelt, die absolut nachvollziehbar sind. Ich mag es immer sehr, wenn die Familie so in den Vordergrund gerückt wird. Und das haben wir hier. Natürlich, ich bin bei meiner liebsten Dystopie Panem, erinnert Penryn ein wenig an Katniss Everdeen, auch mit diesem Schwestern-Helfer-Syndrom, nenne ich es mal. Aber ansonsten ist in der Geschichte nichts wie Panem. Es ist unglaublich düster, es ist sehr dunkel, es ist sehr packend, es ist fesselnd. Ich mochte die Sprache, ich mochte so die ersten 100 Seiten, dass es kaum Dialoge gab, dass uns einfach nur viel aus der Sicht von Penryn, also es ist auch in der Ich-Erzählung geschrieben, dass wir einfach ganz viel mitnehmen, ohne dass groß gesprochen wird, dass wir diese ganze Atmosphäre wahrnehmen, dass wir erfahren, was es mit den Engeln auf sich hat, wir uns ständig Fragen stellen, was wollen die, wohin führt uns dieser Weg und was hat eben Penryns Schwester für eine Rolle, warum sucht man da Kinder, warum nimmt man die gefangen, was hat es mit Rafe auf sich, warum hat man ihm die Flügel abgeschnitten, was hat es mit dem geheimnisvollen Engelsschwert zu tun und so weiter. Also es sind 1000 Fragen, wie ihr merkt, im Kopf und man geht diese Geschichte mit Fragen voran und immer noch ein Kapitel und noch eins und ich will wissen, wie es weitergeht und ich war da total drin. Es war unglaublich spannend, es hat mich gepackt, gefesselt, mitgerissen. Es war genau so dystopisch, wie ich es mir gewünscht habe. Ich habe ja lange eigentlich um dieses Engelsbuch so einen kleinen Bogen gemacht, weil ich dachte, Engel, die gefallen sind. Ist das was für mich? Ja, es ist was. Und man muss sich von diesem Gedanken der gefallenen Engel vielleicht wirklich ein bisschen
zurücknehmen. Es erinnert so im Grunde von diesen Engelsideen so ein wenig auch den Chroniken der Schattenwelt zum Beispiel, wo wir ja auch im Grunde Engel haben. Also die Schattenjäger sind ja im Grunde Menschen mit Engelsblut und ich fand das toll. Ich mochte Angelfall, ich mochte die Sprache und ich mochte wirklich die Atmosphäre. Ich mochte, wie man sich da einfesseln konnte, wie man gepackt wurde und man Bilder im Kopf hatte, die mich sogar in den Schlaf verfolgt haben. Das fand ich großartig und ich wirklich gespürt habe, ich bin in dieser Geschichte drin und ich liebe Eugel sehr mit diesem Dreierpack an E-Books, um dann einfach Band 2 und 3 ratzfatz weiterzulesen. Finde aber natürlich, ja, jetzt hat man mal in Deutsch angefangen, ne? Das ist dann immer ein bisschen schwierig zu switchen, aber ich fand es toll. Ich fand es ganz, ganz toll. Es gab gegen Ende so einen Moment, wo ich dachte, ich will keinen spoilern, deswegen werde ich auch nicht machen, aber für all die, die es kennen, die werden jetzt wissen, was ich meine, wo ich dachte, ach nee, was sollte jetzt das? Und dann kam aber so ein paar Seiten wieder der Moment, wo ich dachte, okay, mit diesem Ende kann ich leben. Also von langer, 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 höchster Begeisterung zum ganz kleinen, ach nee. Und dann juhu, also dann ging es wirklich grandios weiter und das Ende ist ein total gemeiner Cliffhanger, der ist echt fies und ich fand es aber großartig. Also es war eine tolle, dystopische Geschichte mit einer Protagonistin, die ich absolut gemocht habe, sympathisch fand und auch Rafe als Nebencharakter, ein Engel, ah, wie man ihn sich vorstellt und wie, ach, ich einfach fand ihn einfach grandios. Also ich mochte die Geschichte, bin sehr gespannt, wie es weitergeht, bin jetzt froh, dass ich es gelesen habe, dass es im Januar schon mit Band 2 weitergeht, wenn ich mir doch nicht den Englischen vorher hole und bin total angetan. Also absolute Empfehlung, ich verstehe, warum das Buch gehypt wird, warum es in aller Munde ist, warum es jeder grandios findet und ich bin einfach neugierig, wie es weitergeht und ja, freue mich, dass ich es tatsächlich so einfach auf dem Sub hatte und mit der lieben Annika, ganz liebe Grüße, dann eben auch gelesen habe. So, jetzt habe ich ja von 3,5 Büchern gesprochen und man könnte jetzt sagen, Mensch, was wird jetzt das halbe Buch sein? Ja, es war natürlich der Übergang. Ich werde noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich möchte mir natürlich einen kompletten Eindruck haben, bevor ich etwas zu der ganzen Geschichte sage. Aber ich kann so viel sagen, dass die Angst vor 1100 Seiten total unbegründet war, denn Justin Cronin hat eine Endzeitwelt geschaffen, die mich wirklich beeindruckt. Also es ist unglaublich, wie tief diese Geschichte geht, wie ausführlich sie uns rübergebracht wird, wie sie eigentlich mit keinem Moment langweilig ist, wie spannend sie erzählt ist, was es für Charaktere gibt, die wir kennenlernen. Und es geht ja im Übergang um einen Virus, der sich auf der Welt breit macht. Und es gibt da auch Gründe, die uns auch erzählt werden, wo dieser Virus herkommt. Und möchte ich aber gar nicht weiter drauf eingehen, möchte da nicht spoilern. Und wir dann eben so eine Art Vampire haben und eben ein paar überlebende Menschen haben, die sich eben zurückgezogen haben, die versteckt hinter Mauern leben und und vorher und nachher passiert einfach unglaublich viel. Also man kann natürlich über jetzt knapp 600 Seiten und es sind ein bisschen was über 500, nicht in 2 Minuten eine Handlung erzählen, denn es sind so viele einzigartige Handlungsstränge darin enthalten, die alle für sich schon eine bombastische Geschichte ergeben. Und ich war wirklich nach den ersten 150 Seiten total drin in dieser Geschichte und mir waren die Leseabschnitte dann fast zu kurz. Ich habe mich wirklich an die Leseabschnitte gehalten, weil, wie ihr merkt, ich habe ja auch parallel noch Bücher gelesen und auch wenn 3 Bücher nebeneinander dann schon fast ein bisschen heavy für mich waren, habe ich mich immer als erstes am Tag auf den Übergang gefreut und war da absolut begeistert. Wir sind so bei der Hälfte, ich bin wirklich total angetan, freue mich jetzt auf die nächsten Leseabschnitte, auf die kommende Woche, wo wir dann vielleicht den Übergang tatsächlich nächstes Wochenende beenden und liebäugle dann schon mit die 12 von Justin Cronin, die ja auch schon auf meinem Sub liegt, die ich ja mal als Mängelexemplar gekauft habe, weil ich nicht wusste, dass es der zweite Teil ist, sondern der Klappentext von die 12 einfach unglaublich gut klang. Und der dritte Teil, die Spiegelstadt, erscheint ja dann auch schon im Oktober und vielleicht, lese ich jetzt immer in diesem Rhythmus mit dieser Seitenanzahl einfach auch Band 2 und Band 3 und vielleicht machen all die, die jetzt in der Leserunde dabei sind und auch aktiv jetzt so die Leseabschnitte begleitet haben, lesen einfach mit und wir machen direkt so dann einfach mit Band 2 und 3 weiter, weil es ist wirklich bis jetzt unglaublich gut und ich bin total gespannt, wo diese Welt hingeht, die Entwicklung hingeht, was sich Justin Cronin dabei gedacht hat und ich
finde einfach dieses Komplexe, was er geschaffen hat, erinnert sehr an Stephen King. Und es gab auch schon der Vergleich, dass es so in Richtung Franz Schätzing geht, der ja auch sehr ausführlich schreibt. Ich bin kein so großer Franz Schätzing-Fan, ich mochte den Schwarm nicht. Kann da auch nicht ganz so, ja, diesen Vergleich so nehmen, weil ich bin tatsächlich mehr begeisterter jetzt vom Übergang, als ich es vom Schwarm war. Aber das sind einfach so die Eindrücke aus der Leserunde, wo ich einfach sage, das ist so... Also ich weiß gar nicht, warum ich Angst hatte, mit diesem Buch anzufangen und wie es halt dann so ist, das Ende trennt, nein, der Anfang trennt uns vom Ende, das ist einfach so. Und ja, ihr dürft gespannt sein, was ich nächste Woche dann zum Ende sagen werde, und ich bin echt begeistert, dass ich dieses Buch angefangen habe und dass auch ein paar Leute mitlesen, man sich austauschen kann mit seinen Gedanken, nicht ganz alleine ist. Und ja, es sind auch wunderbare Zitate dabei, die ich dann auch nächste Woche vielleicht noch so ein bisschen mit einbringen werde. Und ich, ja, freue mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen. So, wow. 3,5 Bücher. Im Grunde muss man ja sagen, es sind eigentlich 4,5 Bücher, denn 500 Seiten knapp in der Übergang sind ja im Grunde schon 4,5. Also noch ein Buch. Und naja, egal. Es kommt ja auch nicht auf die Quantität an, sondern auf die Qualität. Und wie ihr seht, war die diese Woche tatsächlich ein bisschen gemischt. Aber es ist einfach, wie es ist. Ja, dann habe ich die Woche tatsächlich noch Zeit gefunden und habe ein wenig in der aktuellen Flow gelesen, die als Übertitel hatte, ich weiß gar nicht, um was ging es dieses Mal. Ich vergesse sowas immer, so Übertitel. Titel, Hurra, ich werde älter. Ja, so ist es tatsächlich. Ja, also ich freue mich auch jedes Jahr auf meinen Geburtstag und ich möchte ja mal 100 werden und dementsprechend muss ich eben Jahr für Jahr das Ziel sozusagen erreichen. Und das heißt hier vorne drauf, es ist nicht wichtig, was du betrachtest, sondern was du siehst. Und das fand ich toll und ich mochte die Flow. Also es ist so, ich finde immer die aktuelle Flow unglaublich gut und denke, Mensch, bombastisch und da kommt nichts drüber und dann kommt die nächste Flow und ich denke, oh, die ist noch besser als die letzte. Also es gab keine Flow, die mich irgendwie enttäuscht hat und ich finde es einfach toll. Also es ist wieder ein wunderbares Magazin. Wer dieses Mindstyle mag, wer diese Mind-Magazine gerne liest, der ist auch mit der neuen Flow absolut gut bedient. Ich mochte sie unglaublich gerne und ich finde auch wirklich die Covergestaltung immer wieder schön. Es sind tolle, ja, Artikel dabei. Und ich bin da total angetan. Also egal, ob es da um die Farben des Lebens geht, um die Bücher des Lebens, um sieh das Leben doch mal als Spiel, dass man neugierig wird wie Kinder, dass man da einfach so Denkanstöße bekommt. Großartig. Also fand ich wirklich wieder diese Woche sehr, sehr schön. Und dann ist diese Woche das nächste Mind Magazine bei mir eingezogen, und zwar die Happiness. Habe ich auch auf Facebook gepostet, dieses Thema. Dieses Mal ist die Achtsamkeit und wir haben hier Mantrakarten zum Herausnehmen und spirituelle Symbole für mehr Freude, Energie und Glück. Und neben der Flow ist die Happiness zusammen wirklich auch mit der Happy Way, die ich am regelmäßigsten lese. Ich glaube, so ziemlich fast jede habe. Ja, manchmal interessieren mich die Themen nicht, dann lasse ich die auch stehen. Die Flow habe ich alle zu Hause und ich bin da einfach sehr neugierig. Ich habe noch nicht reingelesen, wann auch noch. Also auch ich habe nur 24 Stunden. Auch wenn man sich langsam fragen könnte, Steffi, wie machst du das? Ich schlafe einfach unglaublich wenig. Das ist das große, die große Antwort auf das Rätsels Frage. Sagt man das so? Nee, es hat, glaube ich, keinen Sinn ergeben. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde auch hier das Cover wieder schön. Ich weiß gar nicht, was hier... Achso, das sind... ja, das kann man dann bestimmt auch irgendwie abziehen. Ja, also freue mich auf die neue Happiness. Und ja, zum Thema Achtsamkeit ist ein Rezi-Buch bei mir angekommen, was aber eben kein echtes Buch ist, was ihr irgendwie in einem Lesemonat sehen werde, denn es ist so ein kreatives Buch und es heißt Ich im Hier und Jetzt, das kreative Achtsamkeitsbuch für ein entspanntes Leben, und es ist aus dem Lotus Verlag, wo ja zum Beispiel auch Die Katze des Dalai Lama war, aus dem gleichen Verlag, also eher der spirituellen Natur, gehört aber zur Random House Gruppe, also auch wie Heine, Penhaligon und der Blanc Mallet Verlag zum Beispiel gehört da dazu, CBD, CBJ. Und ja, das Buch habe ich in der Flow entdeckt und dachte, das klingt doch mal cool. Und es sind eben unterschiedliche Ideen drin und es ist eben ein aktives Buch, wie man mit diesem Buch arbeitet. Und es ist vorne auch so eine eine Übungstabelle dabei. Also man hat dann praktizieren, konzentrieren, beobachten und Sinne. Und dann hat man hier zum Beispiel Lieblingszitat, immer schön locker bleiben, still sitzen,
die Atmung, zähl dich nach Hause, Einschlafhilfe, Tränensammler. Also es sind unterschiedliche Aufgaben. Jede Seite ist kreativ irgendwie gestaltet. Und ja, man macht da eben eine Übung nach der anderen und soll eben nebenbei auch weiterhin meditieren, um eben Achtsamkeit zu üben. Kostet 9,99 und ist The Mindfulness Project. Und ich bin einfach sehr gespannt. Also Thema Achtsamkeit ist ja ein großes Thema, auch in meiner Welt und auch schon sehr, sehr lange. Und zusammen eben auch mit den buddhistischen Philosophien, die ich verfolge, mit Meditation und Yoga, eben auch Achtsamkeit sehr, sehr groß. Und freue mich sehr, dass dieses Buch zu mir gefunden hat und ich mich daran jetzt versuchen darf. Und ja, meine Güte, das Video wird wieder ellenlang. Ja, neben dem Buch ist dann auch noch, allerdings schon ein paar Tage vorher, wo auch immer ich es jetzt hingelegt habe, eine Yankee Candle bei mir eingezogen. Ah, eine Herbstduftnote, wie ich sie finde. Und zwar eine helle. Ich bin ja grundsätzlich sowieso immer der größte Fan von den hellen, wie Soft Blanket oder Cotton und auch Pink Sands zum Beispiel mag ich unglaublich gern. Sind ja alles sehr helle. Und das ist eben auch eine weiße, ich würde sagen mit so einem Hauch grün. Und zwar nennt sich die Sea Salt und Sage. Und Sea Salt steht einfach für Meeressalz. Und Sage ist tatsächlich Salbei, war es, glaube ich. Wäre ich nie drauf gekommen. Und es ist ein ganz toller Duft. Also, habe ich mir zugelegt, gab es bei uns in der Thalia, gibt es immer mal Yankee Candle, eher so die Klassiker, wo ich sage, okay, an dem muss ich eigentlich nicht schnuppern, die kann ich auch im Internet zur Not bestellen. Aber an den neuen schnupper ich eben einfach mal gerne. Und so durfte, ja, Sea Salt and Sage als Tarte bei mir einziehen. Bei mir gibt es ja eigentlich fast nur die Tarts, weil ich die dann eben in der Duftlampe auflösen kann und keine Kerze stehen haben muss für meine Minzen. Und ja, hat in unserer Thalia 2,29 gekostet. Ich glaube, die sind sehr einheitlich im Preis. Ja. Der Duft ist einfach toll. Ich freue mich tatsächlich dann schon auf den Herbst, wenn es bei mir Duftlampenzeit ist. Denn ich bin tatsächlich niemand, der im Sommer Düfte im Raum kreiert. Das ist für mich wirklich eher so ein Herbst-Winter-Ding. Und ab Frühling will ich einfach die frische Luft von draußen genießen. Und dann war ich diese Woche auch mal im DM, weil ich unterschiedlichsten Haushaltskatzenkram gebraucht habe. Also meine Katzen essen ja auch gerne das Futter von DM. Und da muss man dann natürlich, regelmäßig vorbei. Und die hatten einen wunderschönen Dekotisch mit Herbstsachen. Und da sind mir zwei wunderschöne Kerzenhalter. Sagt man das so, Teelichthalter, ja, im Grunde in die Arme gelaufen, diesem schönen Grün und Orange. Und die haben eben, ja, diese, ja, eingravierten, ja, sieht man es hier wahrscheinlich nicht, sieht man von außen besser, Blätter. Und ich stelle mir das jetzt einfach schön vor, wenn die Herbstzeit, also für mich ist Herbst immer erst so Anfang Oktober, sagen wir es mal so, bei mir ist noch Sommer. Ja, in der Regel so die letzte Septemberwoche wird umdekoriert, dann kommen Herbstsachen heraus und da freue ich mich schon sehr, die auf meinem Tisch zu drapieren und dann auch mal ein Teelicht anzumachen und ja, freue ich mich. Und dann, es ist nicht direkt Herbst, also für manche ist schon Herbst, aber ja, durfte dieser kleine Fuchs mit, ist er nicht süß? Oh, ja, hat mich total, ja, ich angefixt. Ich konnte nicht an ihm vorbeigehen. Ich dachte, ach Steffi, so ein Grimsch brauchst du eigentlich nicht. Aber er hat mich so trollig angesehen. Dann konnte ich nicht nein sagen. Ja, jetzt drehe ich total am Rad. Ja, das Video ist einfach schon zu lang. Wenn ihr noch nicht am Rad gedreht habt, ich fange jetzt an, also dürft ihr mitdrehen. Ich konnte an diesem süßen Fuchs nicht vorbeigehen und auch der wird sich dann natürlich auf meinem Tisch einfinden. Folgt mir da einfach gerne auch auf Instagram, da poste ich auch immer mal so Deko-Sachen und da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Ja, ansonsten die Woche, ich glaube filmtechnisch gab es nichts. Nein, es gab, glaube ich, filmtechnisch tatsächlich nichts. Wann soll ich auch noch Filme gucken, ne? Auch serientechnisch gab es diese Woche nichts. Ich war wirklich mit Büchern beschäftigt, Freunden und lieben Menschen. Und ja, die Mischung reicht mir eigentlich schon. Meine Katzen kuscheln hier gerade rum. Von daher, was will der Mensch mehr als Familie, Freunde und Tiere?
und Bücher. Das ist bei meinen Spätschichtwochen meistens so, weil wenn man dann bis um 7:30 arbeitet, da ist dann irgendwie nicht mehr viel nach der Arbeit. Und dann hat natürlich der Vormittag war natürlich sonnenbedingt, auch dann mal draußen lecker frühstücken auf dem Balkon im Garten und einfach mal raus und dann auch nochmal früh schwimmen. Unser Freibad hatte verlängert offen, ich glaube, bis Mittwoch. Und das habe ich dann auch nochmal ausgenutzt, so schön von 8 bis 10. Und um 10:30 ging dann die, nee, wann fange ich das Arbeiten? Um 11 fängt dann schon die Arbeit. Diese Woche habe ich so eine gemischte Woche. Ich habe einmal ganz spät, zweimal mittel und also bis 18 Uhr und zweimal Frühschicht, einfach weil wir da so ein paar Krankheitsfälle haben und dann auch noch geplanten Urlaub und da muss man uns dann einfach ein bisschen aufteilen. Ich habe auch mal einen ganz langen Tag von 8 bis 18 Uhr. Das wird dann schon heavy. Da freue ich mich dann auf die Mittagspause, die dann ein bisschen länger ausfällt. Da kann ich dann nämlich lesen. Ja, so ist es. In diesem Sinne, es war eine lesereiche Woche und ich fand auch wirklich die Bücher einfach toll. Also ihr habt ja gemerkt, sie haben mich auf jeden Fall begeistert bzw. gepackt. Und wenn mich dann auch so manches am Ende enttäuscht hat, ist es ja wichtig, der Weg ist ja im Grunde das Ziel. Und wenn man von 400 Seiten 250 toll fand, na, dann reißt es die 100 Seiten am Ende natürlich schon runter, aber man hatte ja trotzdem einen langen Weg, eine begeisterte Reise sozusagen und freut sich dann halt eigentlich. Und der Übergang begleitet mich jetzt noch eine Woche, da könnt ihr nächste Woche gespannt sein, wie mir das zu Ende gefällt. Und jetzt atmen wir alle gemeinsam einmal durch. Wahnsinn, was das wieder für ein Video geworden ist. So lange wollte ich gar nicht reden, aber bei so vielen Büchern, lässt, da will man ja auch was erzählen und sich nicht zu kurz fassen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet mit dem Überlängen-Video mehr oder weniger Überlänge Spaß und Freude. Und vielleicht habt ihr ja auch schon das ein oder andere Buch gelesen. Wollt dazu vielleicht auch in den Kommentaren natürlich spoilerfrei erzählen. Würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und danke euch jetzt einfach schon mal fürs Zusehen, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.